Die hat ja ihre gesamten Zeugnisse und Referenzen gefälscht. Ich möchte echt mal gerne wissen, warum die ihre ganzen Unterlagen bearbeitet hat. Und ihr Chef hat sie auch noch in den höchsten Tönen gelobt. Eva Köpke hat überhaupt gar keine Ausbildung zur Laborassistentin. Die ist Journalistin. Ach. Ja. Deshalb hat die ihre Unterlagen gefälscht. Die hat was? Die haben auf ihrem Laptop gerade haufenweise gefälschte Dokumente und Zeugnisse gefunden. Tja, aber was will die bei diesem Pharmakonzern? Ja, vielleicht will sie einen Artikel über das Unternehmen schreiben. Du meinst, sie hat sich zur Recherche eingeschleust? Ist doch gut möglich. Für eine Story so ein Aufwand? Also, das kommt auf die Story an. Aber das erklärt immer noch nicht, warum sie ihren Mann und ihre Tochter umgebracht hat. Jetzt? Ja, und? Aha, okay. Danke euch. Tschüss. Das war das Labor. Die Untersuchungen sind abgeschlossen. Eva Köpke nimmt nicht regelmäßig Drogen. Dann hat sie uns doch nicht angelogen. Aber warum hat sie den LSD-Trip eingeschmissen und hatte das Zeug auch noch in ihrer Tasche? Ich werde mal ein bisschen über diesen Pharmakonzern recherchieren. Wer weiß, was da abläuft. Und? Hast du alles erledigt? Nein. Sie wurde in dem Krankenhaus bewacht. Na und? Sie ist abgehauen und untergetaucht. Du bist doch wirklich zu gar nichts fähig, du Idiot! Aber ich... Wir müssen sie finden. Hörst du? Wir müssen sie sofort finden. Wenn sie irgendjemand davon erzählt oder an die Öffentlichkeit geht. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich werde sie finden. Okay, danke. Die Fahndung nach ihr hat immer noch nichts ergeben. Also meine Recherchen über diesen Pharmakonzern haben auch nichts Ungewöhnliches ergeben. Die sind nie auffällig geworden, in keiner Form. Da scheint alles sauber zu laufen. Leute, das ist Herr Kamp. Kommen Sie rein, bitte. Hallo, Herr Kamp hat Informationen zu unserem aktuellen Fall. Ja, bitteschön, nehmen Sie Platz. Was für Informationen sind das denn? Ich bin Journalist und ich bin wegen Eva Köpke hier. Sie fahnden doch nach ihr. Woher wissen Sie das? Ja, ich habe den Polizeifunk abgehört. Sie wissen aber schon, dass das verboten ist, oder? Ja, natürlich, aber ich will Ihnen helfen. Ich kenne Eva Köpke gut. Und vor kurzer Zeit hat sie mir erklärt, dass sie an irgendeiner Sache dran ist. Sie hat schon ziemlich viel Material gesammelt. Fotos, Dokumente, die sie in einem Artikel veröffentlichen möchte. Geht's da zufälligerweise um einen Pharmakonzern? Ja, sie ist da irgendeinem Skandal auf der Spur. Ich weiß dazu nicht mehr. Eva wollte niemanden gefährden. Aber ihren Mann, den hat sie eingeweiht. Und das hat sie mir gegeben. Nur für den Fall, dass sie irgendwas zustößt. Gehört er zu einem Schließfach? Ja, es ist am Bahnhof. Sie hat ihr Material dort versteckt. Hören Sie, Eva hat ihre Familie nicht getötet. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so dumm sind und hierher kommen würden. Sie machen es uns erstaunlich einfach. Du hast meine Familie auf dem Gewissen, du mieses Schwein! Ich? Aber Frau Köpke, wie kommen Sie denn auf diese absurde Behauptung? Hör auf damit! Ich dachte, Sie haben Ihren Mann und Ihre Tochter auf dem Gewissen. Sie haben die beiden doch im LSD-Rausch getötet. Danach hätten Sie sich eigentlich selbst mit einer Überdosis umbringen sollen. Ich habe dich durchschaut. Ich erinnere mich wieder an alles. Hallo? Schatz, ich bin wieder zu Hause. Einen wunderschönen guten Abend, Frau Köpke.
Nein! Nicht! Hilfe! Mit besten Grüßen von deinem Chef! Jetzt kommt das tödliche Finale. Oh, Scheiße! Oh, oh, Scheiße! Was wollen Sie jetzt machen? Ich hab Schlachten. Genauso wie du es mit meiner Familie gemacht hast. Finden Sie sie nicht ein bisschen lächerlich? Unterlagen. Das Material, das sie gesammelt hat, ist tatsächlich ein Riesenskandal. So, erzähl, lies mal vor. Also laut Eva Köpkes Recherchen hat dieser Pharmakonzern ein Medikament auf den Markt gebracht, dessen Nebenwirkungen noch gar nicht erforscht sind. Ach, das gibt's doch gar nicht. Die müssen doch erstmal jahrelang Studien betreiben und sicherstellen, dass das Medikament bedenkenlos ist. Ja, aber die haben die Testergebnisse gefälscht. Da müssen eine Menge Leute geschmiert worden sein. Ja, aber das Beste kommt noch. Dieses Medikament ist tatsächlich sehr gefährlich. Bei regelmäßiger Einnahme kann es sogar zu Organschäden führen. Was? Ja. Die haben das Medikament nicht vom Markt genommen? Nein, dafür war es ja schon zu spät, dann wäre ja alles aufgeflogen. Wir müssen unbedingt mit dem Laborleiter reden und mit der Sekretärin. So wie die über Eva Köpke gelästert hat. Das war doch ein abgekartetes Spiel. Ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir wollen. Ach nee, ich will Ihnen eines garantieren. Wenn der Frau irgendetwas passiert, dann bringe ich sie auf die Anklagebank wegen Beihilfe. Beihilfe? Wegen welcher Beihilfe denn? Nur weil ich ein bisschen geflunkert habe, als Ihre Kollegin mich wegen der Köpke ausgefragt hat? Ich habe mir doch nichts Schlimmes dabei gedacht. Was haben Sie sich denn gedacht? Gar nichts, eigentlich. Mein Chef hat mir ein ganzes Monatsgehalt geboten. Wenn ich es so aussehen lasse, als sei die Köpke eine drogensüchtige Tussi, während er den Samariter dazu spielt. Also habe ich keine Fragen gestellt und habe es einfach gemacht. Das würden wir Ihnen ja gerne glauben. Nur leider können wir Ihren Chef nicht finden, um Ihre Angaben zu überprüfen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nicht weiß, wo er gerade ist. Vielleicht in einem Ihrer illegalen Forschungslabore. Wovon da reden Sie? Nichts. Weder geheime Laboratorien noch Versuchsräume. Ja, und auch keine Spur vom Chef. Genauso wie von Eva Köpke. Ich hoffe nur, dass die Typen, die hinter der ganzen Sache stecken, sie nicht schon längst in ihren Fingern haben. Tja, was die Frau gerade durchmacht. Erst findet sie ihre ermordete Familie, dann machen wir sie zur Haupttatverdächtigen und jetzt muss sie auch noch um ihr eigenes Leben fürchten. Ich weiß, Alex. Aber die Beweislage sprach eindeutig gegen sie. Ja, aber hätten wir ihr von Anfang an geglaubt, wäre sie wahrscheinlich nicht aus dem Krankenzimmer abgehauen und jetzt in Sicherheit. Habt ihr noch was gefunden? Nein, in den oberen Stockwerken gibt es nur Büros. Unten ist auch nichts, nur Kellerräume. Davon war ja auszugehen, dass sie das nicht hier machen. Ja. Nach außen ist hier alles pickfein und sauber. Aber in Wahrheit ist das ein richtiger Drecksladen. Wir haben einen ausgezeichneten Ruf und führen keine illegalen Geschäfte. Und warum fälscht Ihr toller Arbeitgeber dann Medikamentenstudien? Das muss ein Irrtum sein. Also hören Sie zu, wir haben eine ganze Menge Beweise, dass Ihre Studien und Tests schlichtweg gefälscht sind. Und nicht nur das. Eines Ihrer Medikamente hat verheerende Nebenwirkungen. Und obwohl dem Konzern das bekannt ist, nimmt er es nicht vom Markt. Wirklich, von so etwas weiß ich nichts. Aber Eva Köpke hat es herausgefunden. Und es ist gar nicht auszudenken, was passiert, wenn die Verantwortlichen sie in die Finger kriegen. Ein Mann und ein Kind sind bereits gestorben. Also ich kann mir nicht vorstellen, was Sie sich vorstellen können oder auch nicht, das interessiert hier niemanden. Wenn Sie sich nicht mitschuldig machen wollen, dann sollten Sie uns jetzt und hier sofort sagen, ob es noch andere Forschungsstätten gibt. Wer weiß alles davon? Haben Sie mit jemandem gesprochen, seit Sie aus dem Krankenhaus geflohen sind? Mit der Polizei zum Beispiel? Chef, soll ich Sie erledigen? Soll er das? Wenn Sie nicht mit mir sprechen, dann bringen Sie mir sowieso nichts mehr. Okay,
Leg sie um. Ach schon. Schieß mich. Ich habe sowieso nichts mehr zu verlieren. Zurück. Bewegen Sie sich nicht so viel. Wir rufen einen Arzt. Michael? Ja, wir sind's. Ja, sie lebt. Aber sie ist verletzt. Wir brauchen einen Krankenwagen. Alles klar, bis später. Ciao. Wir wissen über alles Bescheid. Ulrich Hamwagen und Igor Sewinski wurden unter anderem wegen zweifachen Mordes und gefährlicher Körperverletzung jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt.